Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Waldvideo mit mir. Ich bin der Markus Brüche, der Kölscher Schatzsucher, und ihr seid wieder mit dabei. So, heute bin ich wieder mit meinem Deus 2, den ich gesponsert bekommen habe. Hier ein Gruß an den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de mit der 22,5 Spule. Ja, und heute benutze ich mein Ackerprogramm. Ich habe gerade eben den Detektor eingeschaltet und habe gemerkt, mit dem Waldprogramm habe ich hier extrem viele Störungen. Das Waldprogramm, für jeden, den es interessiert, habe ich mit dem Programm, Werksprogramm Tief generiert, und das Ackerprogramm mit dem Werksprogramm General. Ja, zu meinen Einstellungen. Ja, Bodenabgleich, den ich gemacht habe, der ist zurzeit auf 80, die Frequenzweiche auf 1. Ja, und sensitiv habe ich auf 92 genommen. Ja, und ja, die restlichen Einstellungen wie gehabt, die ihr aus meinen anderen Videos kennt. So, jetzt hoffe ich, hier sind wir auf einer römischen Besiedlungsstelle. Und ja, wie gesagt, hier haben wir auch viel mineralischen Boden durch Abbau. Und ja, wir werden uns heute natürlich bemühen, ein paar schöne Funde zu machen. Ich werde mich auf jeden Fall gleich mit dem ersten Signal bei euch wieder melden. Aber zuerst mein Intro. Also dann, bis gleich. Hier haben wir das erste Signal, ein 46er, und ich würde schon fast behaupten, das ist Alupapier oder dergleichen, was Kleines auf jeden Fall. So, hier ist es unwahrscheinlich schwer zu laufen, da findet man nicht so viel, aber wie gesagt, ein 46er Signal, erstmal angraben. So, ist klein, so wie ich mir vermutet habe. Und dann nehmen wir mal einen Pinpointer. Na, haben wir. Ist noch was tiefer. Okay. Schon so klein, dass der Pinpoint das ja nicht anzeigt. Mal gucken noch mal, ob ich ein Signal mit dem Deus bekomme. Wie ihr hören könnt, ist es hier, aber es ist ziemlich klein, wirklich klein. Wir graben mal weiter. Ja, ich hoffe, dass heute mal die Akkus bis zum Schluss halten, aber ich glaube es nicht. Ich denke mir mal, heute werde ich wieder mit dem iPhone drehen müssen. Aber ja, gucken. Dementsprechend auch nur die guten Signale, so was wie hier. Natürlich nicht, also das ist wirklich so klein, das wird hier in dem Haufen aber sein. 48, jetzt ist hoch auf 48, aber wie gesagt, ist klein. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo es ist. Na? Oh ja. Ach, das ist jetzt der Spaten. Ach ey. Da haben wir es, glaube ich, oder? Gucken. Ja. So, hier haben wir es. Ja, irgendwas mit Kupfer, Bronzeteil, weil aber total durchpatiniert ist. Ja, okay. Wie vermutet, ein kleines Teil. Ich melde mich nachher beim nächsten Signal wieder. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Hier war das kleine Teil und ungefähr einen halben Meter nach links. Nächstes Signal.
Jetzt aber 79, 80er, aber ja, wo man jetzt sagen kann, jetzt hier das Runterseher, ob das ein sauberes Signal. Aber wie gesagt, hier habe ich nicht viel Auswahl an den Signalen. Hier muss man wirklich haben, weil ihr habt eben gesehen, habt bei dem kleinen Teil, so klein ist das gar nicht, wenn man es sieht, aber hier ist der Boden so mineralisiert. Ich könnte jetzt sagen, wo ich bin, aber ich lasse das mal. Und ja, hier ist der Boden extrem mineralisiert. Das hier die Teile. So, jetzt wird es stabiler, ein 78er Signal. Aber ich bin jetzt auch mal einen Stein drauf. Auf festem Untergrund. Ja, vielleicht hört er das. Mal gucken, wo ich unter den Stein komme. Ach du Schande. Kann sein, dass ich gleich erstmal ausmachen muss. Der Stein ist groß. Wenn ich jetzt Glück habe, liegt es noch vor dem Stein. Ansonsten liegt es unterhalb des Steines. Ich war auch noch von der Kamera der Halter gebrochen. Ich hoffe, dass der heute auch noch den ganzen Tag hält. Ich muss mal ein bisschen anders einstellen. Ja gut, ich gucke jetzt noch mal. Und wenn nicht, hole ich euch gleich dazu. Na, seid dabei? Nein. Also ich werde euch gleich dazu holen. Ich werde jetzt erstmal graben. Ich muss den Stein ausgraben. Also bis gleich. So, hier ist das Loch. Der Stein ist zwar drin. Das lag neben dem Stein. Aber hier habe ich jetzt den Signal jetzt. Ein 77er Signal. So, ihr seid wieder mit dabei. Wir nehmen erstmal den Detektor beiseite. Und nehmen den Pinpointer. So. Wollen wir mal gucken, was das ist. Na, wo ist es denn? Es glänzt silbern, aber es wird doch nichts sein, oder? Ne. Es glänzt silbern. Jetzt fragt man sich, das ist eine Mutter. Eine VA-Mutter, gehe ich mal von aus. Ja, das war der Teil gewesen, was jetzt neben dem Stein. Aber so jedes eben. Auch mir geht's so. Okay, wir sehen uns nachher beim nächsten Signal wieder. Bis nachher. Mensch, hätte man ja die Kamera anlassen können. Also wie gesagt, hier wo der Stein war, mit der VA-Muster, hier das kleine Bronzeblech und hier das nächste Signal. Ein 85er. Ich hoffe, ihr könnt gut hören und sehen. Ja, mein Halter, der ist gebrochen. Aber ich versuche mein Bestes. Also hier ein 85er Signal. So, hierbei. Weg an der Wurzel. Und raus damit. So, das ist draußen. So, ihr seid mit dabei in dem Haufen da, hoffe ich mal. Oder neben dem Haufen. Ah, Gott. Jetzt fängt es auch noch zu regnen an. Ja, ist es hier drin? Ja, in dem Haufen, ja. In dem Haufen. Und ich sehe jetzt schon, ja, die erste Römermünze. Und, was ist es? Ich glaube, gehen wir mal leicht drüber. Es wird ein kleines Ass sein. Ein Volli ist zu dick. Wenn ein Volli wäre zu dick, das wird ein kleines Ass sein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Drehschnitt, das ist, glaube ich, auch meine Kamera ein bisschen beschlagen. Ich sehe jetzt nicht so genau, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Okay, der Band ist gebrochen. Nach zweimal Scheiße, ein gutes Teil. Okay, dann melde ich mich gleich wieder mit dem nächsten Signal bei euch. Bis dahin. Ja. So, hier haben wir das. Nächste Signal wieder, ein 82er. Ja, leider können wir das nicht mehr auf meiner Fernbedienung sehen. Der Drehschnitt zwar nicht so stark, aber es geht. So, machen wir erstmal das Laub erstmal weg. Ich hoffe, ihr hört ein schönes, sauberes Signal. Und es müsste hier liegen, vor mir. Ja, und natürlich Dreck bei einer Wurzel wieder.
ja, hier sind alles auch junge Bäume. Und ja, wie gesagt, hier muss man vorsichtig graben. Ein bisschen weiter nach hier. Jetzt hoffen wir, dass es dabei ist. Na? Ja. So, muss jetzt oben hier bei irgendwo sein. Ja, momentan wettertechnisch haben wir Pech. Na, wo haben wir das? Na? Na, wo haben wir denn? Ja, ein Splitter oder sowas. Ja, wird ein Splitter sein. Ist aber auch leicht. Ah, könnte. Na, ja, oh, und was wieder was vom Zünder korrigiertes sein. Ja, wie gesagt, hier ist auch viel Militaria gewesen in der Ecke. Ja. So kann es mir gehen. Oder so kann es jedem eigentlich gehen. Okay, ich melde mich gleich mit dem nächsten Fund wieder bei euch. Bis nachher. So, da bin ich mal wieder. Hier habe ich ein ganz leichtes Signal. 59 geht hoch bis über 60. Genau zwischen den zwei Baumstümpfen. Ach, Baumstümpfen, sag ich schon. Umgefallenen Bäumen, die hier sind. Gucken wir mal, was wir haben. Ah, so. Genau, wird schon draußen ist. Also das ist wieder so ein kleines Signal. Aber hier müsste auch an dieser Stelle die ganz kleinen, feinen Signale. Also jetzt ist das Signal bombastisch. Könnt ihr ja hören. Ja, das ist eine Stelle, die ich schon öfters mit dem Deus 1 abgegangen bin. Und jetzt, ja, nach vielen... Ja, nach vielen Jahren sage ich jetzt mal wieder mal mit dem Deus 2 das erste Mal. Und man sieht, es kommen wieder Signale. Aber das ist, glaube ich, der Multifrequenz geschuldet, weil man hier mit der Monofrequenz wirklich Probleme hat, wenn man nicht jedes Mal umstellt durch die Störungen, die wir hier haben. So, ihr seid mit dabei. Na? Ah, das ist ja wieder so klein. Hier in dem Knubbel. Ja, hier in dem Knubbel. Okay, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn? Na? Coinball. In England nennt man das Coinball. Vielleicht ist es eine Münze. Das wäre ja schön, ey. Na, nix. Muss aber sehr klein sein. Ach du Schande. Auf die Hand legen. In dem Knubbel hier oder ist es schon draußen? Ne, eher in dem kleinen Knubbel. Hier drin. Ihr seid live mit dabei. Also eine Münze. Och! Ich weiß, was es ist. Ein kleines Kreuz. Ah. Mir stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt Mittelalter? Und komplett, so ja mit Öse. Ah, schön. Und jetzt mache ich das, was ich euch immer sage, lasst es sein, drüber reiben. Okay, Asche auf mein Haupt. Und es ist komplett. Ach. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ein schönes, kleines, komplettes Kreuz. Ja, ihr könnt ja hinter in die Kommentare schreiben, was ihr meint, aus welchem Jahrhundert das ist. Also ich würde mal sagen, mein Gefühl sagt mir so, um mit 16. Jahrhundert rum. Aber wissen tue ich auch nicht ganz genau, man müsste da wieder die Fachliteratur lesen. Ja, und ja gut, werde ich machen, aber ihr könnt euch auch mal bemühen, einen Kommentar zu verfassen. Also dann bis zum nächsten Fund. Bis nachher dann. Tschüss. So, da bin ich wieder. Hier hatte ich gerade ein Loch gehabt, was ich natürlich nicht gefilmt habe, weil ich merkte, das war so ein Mischsignal. Aber hier habe ich ein sauberes Signal. Auch nicht tief, ein 88, 89er geht hoch. Also hier in dem Bereich. Das ist also nicht tief. Ach Leute, ihr könnt euch ja nicht vorstellen. Ich bin direkt hier kurz vom Weg. Hier ist der Weg. Könnt ihr gucken. Hier geht jeder rein zum Kacken und was weiß ich nicht all.
Und hier liegt alles voll. Aber das sind die Ecken, wo kaum einer suchen geht. So, jetzt haben wir das hier in dem Aushub mit dabei. Und ich glaube, es ist hier, aber. Da haben wir es, glaube ich, bei. Ach, eine Münze, ich sehe sie. Ach, wenn ich Glück habe. Daniel, ich glaube, ich habe einen Denar. Also, wenn ich jetzt Glück habe, ist es ein Denar. Und ich glaube, das ist ein Republik-Denar. So, ihr seid mit dabei. Ich mache mal ganz vorsichtig sauber. Ja, ein Volli wird es doch nicht sein, dafür ist er zu schwer. Also ihr könnt das nicht, leider kann man das nicht von der Kamera aus spüren, ob das jetzt so ist oder nicht so ist. Ich muss mal gucken, dass ich ihn irgendwie sauber kriege. Hast du ja auch mal zum sauber machen? Ich meine, das ist ein Republik-Denar, müsste ein Denar sein. Vom Gefühl aus her, ja, oder? Was sagst du? Meinst du nicht? Ich glaube, es ist ein abgewichster Folie. Aber ich habe, pass auf, ja? Ich habe auch zwei so Sachen geholt. Ja? Ich habe ja auch zwei Minden. Ja, ne? Also, Daniel meint, es könnte ein Folli sein. Okay, wir lassen das mal so. Ich meine, es ist ein Denar vom Gewicht aus her. Das werden wir beim Saubermachen sehen. Okay, dann bis gleich zum nächsten Folie. So, Leute. Da vorne ist die Stelle, so da wo der geknickte Baum ist, davor wo der Baumstumpfen ist, wo ich die Römermünze gefunden habe. Jetzt bin ich ein bisschen weiter nach hier gegangen. Hier habe ich wieder ein Signal. Das sind alles so Schutthügel hier. Auch nicht tief. In dem Bereich hier muss es sein. So. Bin ich mal gespannt. Der Boden ist auch hier ziemlich weich, ey, gar nicht mal so fest, aber okay, ist noch ein Loch drin. Wir gucken mal, was es ist. Hier sind auch überall vereinzelt Ziegel. Na, warum hat? Na? Tiefer? Ja, tiefer, ein wenig tiefer hier. So. Jetzt müsste jetzt eins draußen sein, oder? Das ist draußen, ja. Okay. Hierbei muss es sein. Ach, meine Kamera klingt mal. Hier ist mal das ist der Spaten. Okay, kleines Teil. Okay, wo haben wir das? Na! Na? Nochmal dabei. Okay. Aber jetzt habe ich es bei. Ach, ich glaub's nicht. Eben vermutlich ein Denar und das wird ein Quietner sein. Eine kleinere. Ich soll schon Daniel Bescheid sagen. Ja, als Freund macht man das ja, dass er kommt. Daniel! Ich glaube, ich habe einen Quinar jetzt gefunden. Eben der Denar. Hoffentlich ist es einer, aber das ist ein Quinar. Der ist offensichtlich, der ist Silber. Der ist schon direkt Silber. Komm her. Muss ihm da nicht sein. Ich will auch die Hand lang drum rumreiben. Aber ihr könnt sehen. Also der ist kleiner als der Daumennagel. Also da ist wie ein Daumennagel. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Römer. Ein Silberner. Schön. Freut mich. Ach, wird dem Daniel auch vielleicht freuen. Aber mich freut es noch mehr. Okay, Leute. Dann sehen wir uns nachher. Hoffentlich geht es so weiter. Beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, da bin ich wieder. Ja, ich doof. Hab jetzt hier gerade eben so ein Dreiviertel Ass ausgegraben. Ja, das habe ich deswegen ohne Kamera ausgegraben, weil ich die ganze Zeit hier nur Schrott hatte. Ne? Ich hinterher gesagt habe, um die, ja, den Akku zu sparen, Masse nicht bei jedem das Ding an. Ja, war das hier ein Dreiviertel Ass. So, jetzt habe ich hier wieder Dreckmeter. Also hier ist das, hier rüber. Wieder ein Signal. Auch nicht so 100% ein 84er Signal, aber das hat hier wirklich alles was mit dem Boden zu tun.
So, aber jetzt habe ich sie angemacht, weil ich gedacht habe, okay, nochmal passiert mir das nicht. Weil ich glaube, hier bin ich wieder auf der richtigen Seite und der richtigen Ecke. So, das muss hier irgendwo sein. Ja. Was für ein Scheiß. Ja gut, ich zeige euch gleich mal das Ass oder das, was da über ist, aber... Okay, das ist jetzt nicht da oben hier. Irgendwo hier zwischen. Aber das ist wohl kleiner. Na, wo haben wir denn? Ja, da haben wir. Ja, und zum, oder? Doch. Zum Glück habe ich die Kamera angemacht. Und was haben wir hier wieder? Ah, die meisten können es erahnen, schon vielleicht. Ja, wieder eine römische Eichel. So eine kleine vom Kästchengriff ist das Endstück auf jeder Seite. War entweder eine Eichel oder ein Sielenkopf. Ein Sielenkopf, ganz kurz erklärt, das sind die Köpfe mit oder die männlichen Köpfe mit langen Bärten. Man könnte fast sagen, wenn man die Typi, also den Typ erklären sollte, dann würde ich sagen, die gehen schon fast wie in das Arabische rein, also die Köpfe. Ja, wie so ein Araber mit einem langen Bart sehen die aus. Oder ein Grieche mit einem langen Bart. Auf jeden Fall nicht typisch römische Köpfe. Okay. Dann, ach ja, nee, ich wollte euch ja das zeigen. Lassen wir das direkt mal an. Ich muss ja sowieso auch die Eichel wegpacken. Dann zeige ich euch mal ganz kurz das Ass. Ja, bei der Abmoderation werdet ihr das auch sehen. Also hier könnt ihr das sehen. Ein Dreiviertel, das war davor gewesen. Aber wie gesagt, war draußen. Ich wollte da nicht die Kamera anmachen, aber weil ich das Signal jetzt gerade hier hatte, habe ich das angemacht. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Signal wieder. Bis nachher. Mensch, ja, jetzt überlegt mal. Hier war das Ass. Hier war die Eichel. Und hier habe ich wieder ein Signal. Wo war das denn jetzt? Hier. Ein 80er Signal. Ja. So, ganz klar 85 bis 80 hier drunter. So. Und ja, nicht mal so tief, aber na gut, zwischen den Wurzeln. Nun nehmen wir direkt einen Pinpointer. So tief liegt das ja nicht. Hierbei, da könnt ihr sehen, so hier muss es sein, hier eine Kante. So, was haben wir? Na? Doch nicht? Tiefer? Und das ist auch mein Spaten. Na? Alter. Ja, und da ist wieder eine Münze. So, diesmal, ich stelle mal den Spaten ab. Wird so eine Art Volli sein. Ja. Oder was da übergeblieben ist. Also ich bin hier auch auf so einem Schutthügel gerade drauf. Ja, okay, dann melde ich mich, wenn ich wieder was hab. Dann bis nachher. So. Ein Suchter hat sein Ende gefunden. Also ich bin noch, ja, gut anderthalb Stunden nach meinem letzten Fund hin und her gelaufen. Ja, es ist nichts mehr da hinten gekommen. Ja, wurde doch ja ziemlich rapide. Jetzt schon dunkler, auf der Kamera sieht man das nicht. Ja, das war auch extrem hinten noch ja viel mit dem Bahnverkehr. Und ja, da ließ es sich also nicht gut suchen. So.
Und wie gesagt, ich kann mich heute eigentlich nicht beklagen. Ich habe eigentlich relativ gut gefunden. Daniel hat auch gut gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ich schläge mal jetzt das Ganze hin. Hier die Tüte zu einem Kopf voll mit Schrott. Um das euch mal zu zeigen, ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich glaube, die Kamera, die wird nicht lange halten mehr. Weil das ist noch immer der erste Akku, komischerweise. Also fangen wir mal an. Also ich drehe mal hier die Kamera hin zu meiner Fundbox. Ja, angefangen hat es ja heute Morgen mit diesem Ass. Gefolgt von diesem schönen Kreuz. Ja, dann hier vermutlich ein Denar, könnte natürlich aber auch ein Volli sein, wo Eisen dran gebacken ist. Also so sicher bin ich mir jetzt nicht mehr mit dem Denar. So, nachdem kam ja erst hier das 10 Pfennig Stück, wo ich die Kamera erst gar nicht mitlaufen gelassen habe. So, wo haben wir jetzt den Queener? Den habe ich irgendwo, ach hier ist er. So, der Queener ist hier. Also ziemlich klein, also wenn man das sieht, wenn das ein Denar sein sollte, ist das die Hälfte davon. Dann hier das Dreiviertel Ass, die Eichel, ich hoffe man kann es sehen. Ich muss mal gerade gucken zu euch. Doch, ne, ich denke mir mal. Ah, doch, so hier. Hier die Eichel, wie gesagt, hier das Dreiviertel Ass. Dann hier der Volli und noch einen kleinen Knopf. Na, war das? Weil ich habe nämlich den Knopf und das 10 Pfennig Stück ist nicht da drauf. Das Ass ist auch leider nicht auf dem Video drauf. Ja, das war's. Also ich meine, gut, ich kenne noch andere Zeiten, aber ich sag jetzt mal, das war der Auftakt jetzt im Januar. War für mich wieder die erste Waldsuche gewesen. Oder das erste Mal suchen nach Weihnachten und nach Silvester. Ja, ich mache die Funde ein bisschen sauber, so weit wie es geht oder so wie ich Zeit habe. Ich habe ja ein paar Restaurationsvideos schon gemacht, die noch vor dem Video hier kommen. Ich hoffe, dass sie euch alle gefallen haben. Ja, und dann mal schauen, wann ich das nächste Mal wieder mit Daniel und Bin unterwegs bin, ob er dann noch mal im Wald hin oder auf dem Acker. Ja, momentan Acker ist, bin ich ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf, da ist mir zu matschig. Und ja, hier im Wald habe ich meine Ruhe. Und ja, wie gesagt, okay. So, dann noch mal ein Gruß an meinen Sponsor, an den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ich grüße all meine Followers, meine Abonnenten, und danke, dass ihr mir im letzten Jahr so treu geblieben seid. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr genauso ist, und ich würde mich über Kommentare sowie über ein Like des Videos freuen. Und wenn ihr ein paar Anregungen habt, was ihr mal vielleicht sehen wollt, könnt ihr das gerne mir schreiben. Ansonsten sage ich jetzt mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Bis dahin. Ciao.